Willkommen zu einer neuen Folge Nachgefragt. Werte Zuschauer und Zuschauerinnen, heute geht es um ein ganz besonderes Thema, denn es geht um Musik. Mama, Mama, don't you cry! Mama, Mama, don't you cry! Your little boy ain't gonna die! Musik. Schon vor Jahrtausenden erzeugten Instrumente auf Schlachtfeldern sowohl aufpeitschende als auch abschreckende Lärmkulissen. Später übermittelten Blasinstrumente Signale, Trommeln ermöglichten gleichförmige Bewegungen. Auch heute hat Musik im Krieg noch eine große Bedeutung, sowohl für Soldaten und Soldatinnen als auch für die Zivilbevölkerung. Das zeigt sich aktuell auch im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Über dieses Thema werden wir heute nicht nur sprechen, Sie bekommen auch noch weitere audiovisuelle Eindrücke. Unser Gast heute ist dazu Oberst Christoph Scheibling. Er ist der stellvertretende Leiter des Militärmusikdienstes und des Zentrums Militärmusik der Bundeswehr. Schönen guten Tag, Herr Oberst Scheibling. Schönen guten Tag, Frau Hauptmann-Schönemann. Zu Beginn würde ich Sie einmal darum bitten, dass Sie für die Community einmal eine historische Einordnung der Militärmusik machen. Ja, sehr gerne. Wir kennen die Militärmusik bereits seit der Antike. Sie erwähnten es schon. Einfache, rudimentäre Blas- und Schlaginstrumente wurden damals als sogenannte Signalmusik eingesetzt zur Übermittlung von Befehlen, zum Beispiel Bewegungsabläufen. Im Mittelalter ungefähr entwickelte sich das höfische Zeremoniell, was auch der Musik einen anderen Einsatzraum gab. Es entstanden Begrüßungsfanfaren zum Beispiel, und das war auch ein Markstein in der Geschichte der Militärmusik. In etwa seit dem 16. Jahrhundert unterscheiden wir zwischen Trommlern und Pfeifern als Militärmusiker für die sogenannten Fußtruppen und Pauker und Trompeter als Instrumente Musiker für die Kavallerie. Mit der Entwicklung des Gleichschrittes und des militärischen Exerzierens kam auch der Militärmusik Entwicklung eine neuere Bedeutung zu. Im 19. Jahrhundert schließlich war die Blütezeit der Entwicklung der Militärmusik, wie wir sie heute kennen. Die Orchester entwickelten sich weiter. Natürlich hatten sich die Instrumente weiterentwickelt. Das Repertoire fächerte sich auf und die Ausbildung der Militärmusiker professionalisierte sich. Und damit sind wir schon fast in der heutigen Zeit angekommen. Welche Bedeutung genau hat denn die Musik im Militär heutzutage? Wir sind mit der Militärmusik für unsere Soldatinnen und Soldaten ein Begleiter in Freud und Leid. Das reicht vom feierlichen Gelöbnis über den Appell. Es geht weiter bei einem Feldgottesdienst, aber auch natürlich bei der Ausgestaltung von Trauerfeierlichkeiten. Wir sind als Militärmusik natürlich ein Botschafter der Bundeswehr in die Zivilbevölkerung, in unsere Gesellschaft hinein und wirken dort mit unserer Musik als öffentlichkeitswirksames Instrument, aber auch als Botschafter unserer Kultur. Unser Fokus heute liegt natürlich trotzdem auf der Musik, und da möchte ich jetzt gerne mal mit Ihnen in das Jahr 1939 zurückgehen. In diesem Jahr hat Lale Andersen ja ihr berühmtes Lied Lili Marleen veröffentlicht, und wir hören mal ganz kurz rein, aber natürlich in eine Interpretation des Militärmusikdienstes. Dieses Lied war ja bei allen Soldaten auf beiden Seiten der Kriegsparteien im Zweiten Weltkrieg wirklich sehr, sehr beliebt. Auch ein sehr bewegendes Lied. Was würden Sie sagen, worin liegt tatsächlich der Erfolg? Zunächst möchte ich das aus musikalischer Sicht versuchen zu deuten. Schon das uns allen sehr bekannte Zapfenstreichsignal, was ja in diese Komposition eingewoben ist, das ist gerade für Soldaten ein ganz besonderes Leitmotiv, so möchte ich es mal nennen. Dann die Melodie an und für sich ist sehr melancholisch, ist sehr emotional, sie ist entwaffnend und sie ist auch ein Stück weit umarmend.
Und wenn wir uns den Text anschauen, hier werden natürlich die Dinge berührt, die die Soldaten in dieser Zeit ganz besonders beschäftigt und aber auch betroffen haben. Hier geht es um Heimweh, es geht um Befehlszwang, es geht aber auch um Sehnsucht, Hoffnung und Zuversicht. Es gibt aber, ich denke, noch einen anderen Grund, der dazu beigetragen hat, dass dieses Musikstück, ich möchte fast sagen, um die Welt ging. Denn als der Zweite Weltkrieg 1941 auch Griechenland und das damalige Jugoslawien erreichte, wurde mit der Stadt Belgrad auch der dortige Mittelwellensender Belgrad eingenommen. Dieser Sender hatte damals eine Reichweite von 6 Millionen Menschen, also quasi von Narvik im Norden bis nach Kairo in Nordafrika. Und diese Reichweite hat sicherlich auch dazu beigetragen, weil dort überall dieses Musikstück gespielt wurde, dass es ein solcher Erfolg wurde. Ich möchte es aber fast auch ein Zauber nennen, weil da hat die Musik einmal mehr gezeigt, Sie sagten es schon, dass auf beiden Seiten der Fronten genau diese Gefühle und Regungen angesprochen wurden. Und das bezeichne ich als Zauber. Ja, und ich glaube, dieser Zauber, der wirkt auch heute noch absolut nach. Auf jeden Fall. In der Bundeswehr ist dieses Lied ja immer noch sehr, sehr beliebt auch tatsächlich. Jetzt gibt es ja noch sehr viel mehr Beispiele an Musik, die man mit dem Krieg verbindet, so zum Beispiel auch zu Zeiten des Vietnamkriegs. Zu dieser Zeit ist ja aber sehr viel Anti-Kriegsmusik entstanden. Sehr bekannt ist da das Lied Imagine von John Lennon aus dem Jahr 1971. Was würden Sie sagen, inwieweit bringen Kriege ihre eigene Musik hervor? Ja, ich glaube, dass die politische und gesellschaftliche Situation, aber auch die Spannung, dass überhaupt ein Krieg stattfindet oder möglicherweise kurz bevorsteht, führt dazu, dass gerade in der Vergangenheit große Künstler, große Gruppen, große Bands ein Format gewählt haben, um sich mitzuteilen, egal mit welcher Botschaft, einer Friedensbotschaft, einer Antikriegsbotschaft, einer Zusammengehörigkeit, vielleicht auch einer Motivation, vielleicht auch Patriotismus. Ich glaube, es war auch an der Zeit, dass das Radio im Einsatz für die Truppe, sei es im Krieg oder sei es in der Vorbereitung, eine ganz besondere Wirkung erzielt hatte. Und das konnten wir an diesem Beispiel ganz besonders wahrnehmen. Es musste aber auch nicht immer unbedingt dafür ein Krieg herrschen. Wir kennen auch viele Musikstücke, zum Beispiel aus der Zeit des Kalten Krieges, in denen Künstler dieses Format gewählt haben, um ihrem Gefühl Ausdruck zu verleihen, um einen mahnenden Zeigefinger zu heben. Denken wir beispielsweise nun mal an Russians von Sting. So schön die Musik ja auch sein mag, die Kriege hervorbringen, das Leid, was die Kriege mitbringen, will natürlich keiner. Trotz aller Friedensbemühungen kommt es aber eben immer wieder zum Krieg. Und das bringt natürlich auch die Vorbereitung auf den Krieg bzw. auf den Einsatz mit sich. Und da wollen wir jetzt mal auf die Bedeutung der Musik bei der Vorbereitung eingehen und schauen uns dazu mal ein Video einer amerikanischen Truppe kurz an. Mama, Mama, don't you cry! Mama, Mama, don't you cry! Your little boy ain't gonna die! Your little boy ain't gonna die! Mama, Mama, don't you cry! Mama, Mama, don't you cry! Your little boy ain't gonna die! Your little boy ain't gonna die! Also ich finde schon, das macht was mit einem. Wozu ist das aber gut? Ich glaube, dass hier in erster Linie die Ausbilder von den Soldatinnen und Soldaten die Musik, den Gesang nutzen, um die Truppe zu einer schlagkräftigen Einheit zu formen. Damit wächst man zusammen. Man geht im Gleichschritt, man singt das Gleiche, man ist quasi unisono vereint, man atmet gleich und man drückt das gleiche Gefühl aus. Wir hören es ja auch im Text, Mama, Mama, don't you cry. Hier werden ja auch Gefühle stimuliert und verarbeitet, die die Soldaten betreffen. Mama, weine nicht. Ja, es ist also ein Mutmacher, es ist ein Stück Motivation, es ist ein Anpeitschen. Aber ich glaube auch, es trägt dazu bei, um sich gemeinsam zu artikulieren, um weniger mit seinen Problemen alleine zu sein und dadurch auch Angst abzubauen. Jetzt verbindet man mit der Bundeswehr vor allen Dingen ja auch Märsche. Und da schauen wir uns einmal ein Stück gute alte Marschmusik an. Das war jetzt der Marsch des Yorkschen Chors. Wir kennen natürlich aber auch noch Märsche wie den Radetzky-Marsch, Königgrätzer-Marsch. Also alles Märsche, die wir auch bei Staatsempfängen oder dem großen Zapfenstreich als Teil der militärisch-staatlichen Repräsentation hören. Warum eigentlich?
Ich sehe schon, Sie kennen sich aus. Großartig. Ja gut, die Marschmusik ist Teil des militärischen Zeremoniells. Sie ist dadurch natürlich ein Stück Gebrauchsmusik. Wir benutzen sie, wie seit dem 17. Jahrhundert, zum Marschieren, um den Gleichschritt einzuhalten. Sie gehört aber auch aus feierlichen Aspekten hinzu. Der Marsch des Yorkschen Chors ist fester Bestandteil beim Anmarsch des großen Zapfenstreiches. Wir begleiten dadurch mit Marschmusik die Ehrenformation der Bundeswehr quasi mit klingendem Spiel. Es ist Teil unserer Tradition und unserer Kultur. Jetzt kann die Militärmusik ja auch ganz anders. Ich durfte mich auch schon davon überzeugen und auch die Öffentlichkeit wurde davon überzeugt. Zum Beispiel als das Luftwaffenmusikkorps Erfurt 2016 am Fuße der Dresdner Frauenkirche in Form eines Flashmobs Amazing Grace präsentiert hat. Und tatsächlich das Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg, damals ja auch noch unter Ihrer Leitung, ist auch beim Metal-Festival Wacken aufgetreten. Da schauen wir auch in beide Präsentationen einmal ganz kurz rein. Ja, da entsteht doch sicher eine ganz andere Wahrnehmung oder auch Verbindung zur Militärmusik, oder? Ja, das sind natürlich zwei hervorragend ausgewählte Beiträge. Ich persönlich empfinde es wirklich als im besten Sinne wundersam, was dort in Dresden stattgefunden hat. Am Fuße der Frauenkirche, einem Ort der Wieder zu einem Ort der Begegnung, des Friedens, des Wiederaufbaus als Symbol werden konnte und werden durfte. Und dort einen Titel zu intonieren, Amazing Grace, also du wundersame Gnade, der Menschen dazu bewegt, mit der Bundeswehr zusammenzukommen, etwas zu fühlen und etwas zu empfinden, ist ein ganz gelungenes Beispiel und eine fantastische Umsetzung auch gewesen. Ja nun, und das Heavy Metal Festival in Wacken 2015 war natürlich ein Wagnis, das ist uns klar. Aber wir haben damit ja entdeckt, erstens die Militärmusik auf neuen Formaten zu präsentieren, die Militärmusik neu zu denken, neue Auftrittsformen anzunehmen, die Möglichkeiten eines großen symphonischen Blasorchesters in allen Facetten auszuloten und der Bundeswehr mal ein ganz anderes Gesicht zu geben, mal ein bisschen cool sein, mal ein bisschen riskant sein, ja? Mal ein ganz anderes Genre bedienen und wir haben sie alle überrascht. Und ich glaube, das tut der Bundeswehr insgesamt gut, sie ein bisschen neu zu denken, moderner zu denken und etwas zu riskieren. Ja, und Sie haben uns da ja auch was mitgebracht, denn dieses Event bei Wacken, das war ja wirklich auch nachhaltig von Erfolg gekrönt. Allerdings, die Heavy-Metal-Band UDO, mit der wir aufgetreten sind, für die Band war klar, die Zusammenarbeit muss auch über das Wacken-Festival 2015 weitergehen. Wir haben danach ein gemeinsames Album produziert mit dem Titel We Are One. Und wer hätte das gedacht, dass mal ein Album eines Militärorchesters mit einer Heavy-Metal-Band in den deutschen Albumcharts auf Platz 8 landet. Das macht doch Lust auf mehr und auf die Zukunft. Auf jeden Fall. We Are One ist da auch ein sehr gutes Stichwort, denn We Are One hat sich auch letztes Jahr erst wieder gezeigt beim 4. Musikfest der Bundeswehr. Denn trotz der widrigen Umstände, die aktuell in der Ukraine herrschen, konnte das Repräsentationsorchester der Ukraine beim Musikfest der Bundeswehr auftreten. Und auch da schauen wir jetzt noch einmal kurz rein. Thank you.
Ich durfte es letztes Jahr tatsächlich live miterleben und es hat absolute Gänsehaut bei mir ausgewirkt. Und auch jetzt bekomme ich wieder Gänsehaut, auch als die Nationalhymne damals noch gesungen wurde. Das Publikum stand wirklich und hat diesen Moment gelebt. Ja. Welche Bedeutung hat denn jetzt in diesen Zeiten vor allen Dingen die Militärmusik in der Ukraine auch? Ja, wir waren natürlich sehr glücklich darüber, dass die Ukraine überhaupt in Düsseldorf sein konnte. Also ein besseres Eingebettetsein in eine internationale Gemeinschaft als bei einem Musikfest der Bundeswehr war mit dieser Botschaft kaum zu erreichen. Das war eine wirklich umwerfende Wirkung. Aktuell stehen wir natürlich auch mit der Militärmusikführung der Ukraine im Dialog, in Kontakt. Und wir wissen um ihre Situation, wir wissen um ihre Sorgen und ihre Nöte. Sie werden teilweise als Militärmusiker originär eingesetzt in ihrer Hauptaufgabe, aber sie übernehmen auch andere militärische Aufgaben dort, wo sie gebraucht werden. Wir erleben hierbei, und damit komme ich zurück auf den Anfang, wofür ist Militärmusik da, ganz deutlich, wie wichtig es ist, die Militärmusik auch als Kulturbotschafter, als Vermittler von Kultur und von Heimat in der Bevölkerung, in der Gesellschaft einzusetzen. Genau das tun sie gerade. Sie vermitteln mit ihrer Musik an unterschiedlichen Plätzen, in unterschiedlichen Städten ihrer Bevölkerung die Zusammengehörigkeit, die nationale Identität, die Wichtigkeit ihrer Heimat und ja, ein Nationalgefühl. Und das kann keine Formation besser als die Militärmusik. Ja, und das, was Sie eben angesprochen haben, sieht man ja vermehrt jetzt wirklich in den sozialen Medien, wo dann auch Bilder gezeigt werden, die eben mit solchen nationalen Klängen auch untermalt werden. Auch da haben wir nochmal ein Beispiel. Sie hatten es eben teilweise schon angesprochen, solche Bilder mit dieser Musik sollen ein Gefühl auch der Zusammengehörigkeit vermitteln. Was würden Sie sagen, welche Funktion übernimmt die Musik in so einem Kontext noch? Ja, das ist tatsächlich ein sehr eindrucksvolles Video, ein wirklich vielsagender Beitrag. Wir sehen hier ukrainische Militärmusiker mit ihren Musikinstrumenten, aber auch mit infanteristischer Ausstattung. Ich glaube, diese Kombination von Gewehr auf dem Rücken tragen und das Instrument vorne ist wirklich selten und sehr aussagestark. Es mutet so an, als ob es ein verlassener Bereich wäre, aber es gibt doch einzelne Menschen im Hintergrund, die genau das wahrnehmen. Und ich denke, das ist die Botschaft, nationale Identität und Zusammengehörigkeit zu vermitteln. Wir sehen es einerseits an den nationalen Symbolen der ukrainischen Flagge und natürlich der ukrainischen Nationalhymne. Und wir sehen es andererseits an der Form der Betroffenheit, an dem Wunsch der Zusammengehörigkeit und an der klaren Aussage, trotz Zerstörung, Verlust und Aggression stehen wir zusammen, auch vor einem Bombenkrater, vor einem Bombentrichter. Jetzt ist das schon ein sehr bewegendes Video, was wir da eben gesehen haben. Ein anderes Video, was die Menschen auf der ganzen Welt ja wirklich tief bewegt hat, war das Video dieses kleinen Mädchens, das in einem Bunker angefangen hat zu singen. Wir schauen auch noch mal einmal rein. Ich denke, dieses kleine Mädchen mit ihrer zerbrechlichen Stimme hat wirklich weltweit die Menschen gerührt. Also auch ich spüre es jetzt schon wieder. Inwieweit kann Musik im Krieg helfen?
Ja, ich glaube, wir spüren hier ganz deutlich, welche Kraft die Musik haben kann. Das Leben steht sofort still, alle lassen alles stehen und liegen und hören diesem kleinen Mädchen zu. Jeder will diese Stimme hören, jeder will diese Auszeit und jeder gibt sich auch diesem Gefühl hin. Also in ihrer ganzen Unschuldigkeit und auch Zerbrechlichkeit der Stimme hat sie aber dennoch auch etwas Fröhliches und auch etwas Stolzes. Und das motiviert, das spricht die Menschen an und das kann sehr wohl helfen. Das kann für den Moment eine gesegnete Auszeit bedeuten. Es kann aber auch helfen, Schmerzen zu lindern oder etwas zu vergessen für einen Moment. Musik kann Schmerzen lindern, Musik bewegt. Was würden Sie abschließend noch mal ganz allgemein sagen? Was macht Musik mit uns Menschen und mit unserer Stimmung? Das wäre eine eigene Sendung wert eigentlich, aber ich möchte es versuchen, kurz zusammenzufassen. Musik ist sehr mächtig, weil sie als Universalsprache von jedem wahrgenommen werden kann und dadurch auch zielgerichtet eingesetzt werden kann. Physikalisch bedeutet das in unserem Körper, dass die Musik auf uns auf unterschiedlichste Arten wirkt. Wir haben das oft selber schon erlebt, wenn plötzlich der Herzschlag steigt, die Frequenz des Atems sich verändert. Es hat Einfluss auf die Muskelspannung, es hat sogar Einflüsse auf den Hormonhaushalt. Und das Ganze liegt daran, dass wir eine natürliche Reaktion im Körper haben auf Klänge, auf Musik, wenn sie in der richtigen Dosis, im richtigen Rhythmus oder in der richtigen Harmonie uns anspricht, nämlich wo. Dort, wo limbische Reaktionen sind, das heißt da, wo die Emotionen entstehen. Und da trifft die Musik ins Schwarze. Das tut sie bei mir auch. Auch bei mir ist die Herzfrequenz etwas gesteigert nach all den bewegenden Bildern, die wir jetzt auch gesehen haben. Herr Oberst Scheibling, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen, Frau Hauptmann-Schönemann. Und auch Ihnen, werte Zuschauer und Zuschauerinnen, vielen Dank fürs Einschalten. Weitere Informationen zum Militärmusikdienst finden Sie auf bundeswehr.de. Dort finden Sie auch weitere Folgen nachgefragt oder besser noch, Sie abonnieren einfach unseren Kanal.